So, und da bin ich mal wieder. Ich hatte ja 30 Minuten vorher schon gestartet gehabt, um ein bisschen die Zeit ablaufen zu lassen. Das Ganze, jetzt haben wir noch zwei Minuten und 20 Sekunden. Beziehungsweise, ich sehe gerade, das kommt jetzt verzögert, 1:57 bei mir. Ich gucke natürlich auf dem Livestream, das ist natürlich nicht so sinnvoll. Das ist natürlich blöd. So, dann schauen wir mal. Das war gleich dann. Ja, ist ja alles. Mal gucken bei den Einstellungen auch, ob das vielleicht, ob da was was ändern muss oder nicht. Da muss ich gleich mal schauen. Ich werde circa eine Stunde ungefähr spielen. Muss ja wieder morgen früh hoch. Und zwar eben nur den Singleplayer 1:21. Singleplayer mal anspielen, mal gucken. Ich habe ja die offene Beta ja auch gespielt. Multiplayer, das war recht lagfrei und bugfrei fast. Also es sah ziemlich gut aus. Jedenfalls hat man da nichts gemerkt. Und ich hoffe mal, dass das hier auch reibungslos ohne großartigen Abstürzen oder ähnliches ablaufen wird. Dann haben die Entwickler mal was Vernünftiges gemacht. Was mir aufgefallen ist, da scheint ein Entwickler dazugekommen zu sein oder sich geändert zu haben. Jedenfalls steht auf dem Cover noch ein ganz anderer Name drauf. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ich will das auch nicht umschalten hier. 15, 14 Sekunden. Ich glaube, da kann man doch langsam. Ich werde mich mal auf Bildschirm schwarz bzw. den Hintergrund das mal rausnehmen. Das war ja nur so. Remove. Und dann haben wir's. Gut, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich werde das mal starten. Ich gehe davon aus, dass gleich mein Explorer hier auch noch öffnen wird. Das wird wahrscheinlich genauso laufen mit dem Battle.net. Tatsächlich, man kann sogar schon auf Spielen klicken. So, gucken wir mal, was jetzt erstmal startet. Ja, wie ich schon vermutet habe, natürlich Battle.net. Battle.look, sorry. Genau, Fiskeral und die scheint da noch mit dran beteiligt zu sein. Das lese ich tatsächlich zum ersten Mal. Da bei den anderen Covern, die ich hier auch gerade vor mir habe, sehe ich das nicht. Da scheint noch eine andere Firma mit hinter zu stecken. Vielleicht läuft es ja deshalb so gut. Oder lief das ja doch so gut. Ist das jetzt Deutsch oder Englisch? Der macht mir das hier auf die Seite, ihr seht jetzt leider nichts, weil das auf der Website ist. Ich muss ganz kurz meine Spieleigenschaften. Ne, da nicht. Spieleigenschaften, Spiele-Details anschauen. Da bin ich wahrscheinlich falsch. Okay, vielleicht ist das ja nur die Website, die dann auf Englisch ist. Ich versuch's mal. Da kann man schön Play. Kampagnen machen. Und ich hoffe hier auch irgendwo auf Deutsch umstellen. Das hatte ich schon mal bei den anderen Teilen. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt hier auch gleich auf Deutsch. Wie ich sehe, oder ihr nicht seht, aber ich sehe 11 Episoden. Und dann natürlich auch Nebenmissionen. Ich schaue mir jetzt mal an hier. Mal gucken, ob ich irgendwas umstellen muss in den Einstellungen. Ich hoffe nicht. Dann gucken wir mal hier. So, dann starten wir mal das Spielchen. Wie man das so kennt. Aus dem Explorer raus. Dauert das ein bisschen. Das heißt, völlig blind rein in den Ganzen. Ich weiß nicht, was mich erwartet, keine Ahnung. Wollen wir mal gucken, ob das Spiel überhaupt startet?
ich hoffe wirklich, dass das jetzt auch gleich auf Deutsch startet, weil die Website, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich das einstellen muss. Auf Englisch ist. Startet auch irgendwann mal das Spielchen. Ich sehe zwar unten das Lernen, aber wie man das so kennt, normalerweise startet wenigstens auch noch nebenbei noch die Excel-Datei mit. Die Battlefield Excel-Datei, aber das macht er hier nicht. Ach doch, da ist was. Ha! Da passiert was. Dann vergrößere ich das mal. Das dürfte jetzt eigentlich gleich was kommen. Sehe ich natürlich was anderes nicht. Spiel speichert automatisch, das ist schön. Helligkeit anpassen. Ich will ganz kurz mal was umswitchen. So. Damit ich auch sehe, was ich überhaupt sende. Show View, das kann ich ausmachen. Gut. Okay, Helligkeit. Bitte passen Sie verschwunden sind und Logo kaum sichtbar sind. Das Übliche. Ist das kaum sichtbar oder ist mein Bildschirm so hell? Ich muss das mal so. Auf weiter. Ich muss mir leider erstmal die Option mal anschauen hier. Gleich für euch ja auch mal interessant. Vibration, nein, meine Maus vibriert nicht. CPU-Auslastung 81%. Okay. Naja, gut. Mal gucken, wie sich das gleich. Keylog, bla bla bla. Audio, Deutsch, HiFi habe ich. Untertitel machen wir mal. Radio, nein. Ja, ich habe es nicht so mit Musik im Spiel. So, das ist auch in Ordnung. Das ist auf hoch eingestellt. Ich gehe jetzt mal einfach mal gerade wegen der Übertragung auf Nummer sicher und werde mal kurz mal manuell eventuell einstellen. Beleuchtungsqualität, Effektqualität, ja, kann ich auf hoch machen. Singleplayer, also sollte normalerweise nicht das Problem sein. Ich versuche mal mein Glück mit den Einstellungen. So, zu Fuß. Das würde mich eher interessieren erstmal. Springleertaste, Fallschirm, Sprinten, Halten. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Tasten. Sprinten habe ich in der Regel. Ach, ich glaube, das ging bei der Beta nicht. Genau, da war nämlich irgendwas gewesen. Ich hatte nämlich das Problem gehabt in der Beta. Ups. In der Beta, dass ich. Nein. Dass ich nichts auf die Maus legen konnte. Jetzt scheint das zu gehen. Bauchlage, eher nachladen, das Übliche. Okay, versuchen wir einfach mal das Glück. Ich denke mal, im Singleplayer wird das noch ein bisschen erklärt, was
nochmal, hoffe ich jedenfalls, die Tastaturbelegung angeht. So, wir starten mal. Anwärter, Officer, Schwierigkeitsgrad, Gelegenheit, ausgewogene Mischung aus Herausforderung und Erlebnis. Ich mach mal Officer, Anwärter bin ich nicht, Anfänger auf Deutsch gesagt bin ich nicht, Veteran, naja, ich war nie gut darin. Jedenfalls nicht im Singleplayer. So, dann starten wir mal das Ganze und ich glaube, ich muss meinen Mund halten, weil vermutlich jetzt was kommen wird gleich. Schönes Einführungsvideo. Soll ja wie, ja, kinoreif das Ganze sein. Film, wie auch immer. Ja, jetzt kommt erstmal das Prolog, das Ganze. Wie man das erlesen kann. Ton oder sowas alles zu hören, ne? Einmal ganz kurz mal in den Chat rein. Ich seh's ja. Oder auch nicht. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy. Bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Alles klar, hier ist es. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis? Ich bestell für dich. Ich hab eine Idee. Ich such den Laden aus, ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Ja, von der Grafik okay, dann los. Ist jetzt und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Gewohnt ist. Ach, anklopfen soll ich auch noch. Ich dachte, wir stimmen so rein. Na gut. Dann klopfen wir mal. Wir sind ja höfliche Menschen. Keine Bewegung, verpasst keine Hände Bewegung! Über den Kopf. Die Hände hoch! Die Hände hoch! Ich will die Hände sehen! Langsam zurück und weg Ihr von dem Tisch! Ihr habt euch die falsche Tür ausgesucht. Nick, leg ihn Handschellen an und dann. Ah, Scheiße, Mann, komm schon! Nimm das Ding aus meinem Gesicht, okay? Hey, tu mir einen Gefallen. Nimm zuerst das Rot. Okay. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz langsam. Du machst einen Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle Freunde. Ach, jetzt muss ich ihn einzeln verhaften. Umdrehen. Wieso tut ganz er nichts? Ohne verdammte Scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem Koks auf dem... Fickt euch!
Na, das ist aber schnell eskaliert. Was soll das denn bitte? Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Ja. Durchsuch die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhatten. Ja, Beweismittel sicherstellen, das ist schön. Gucken, was haben wir da Nettes? Bingo. Was hast du? Brieftasche, Ausweis. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum... Deinen Augenblick, ich... Muss mal was gucken. 1, 2, ja, sieht gut aus. So. Ja, nicht, dass hier plötzlich doch kein Ton ist. Verdächtige Verfolgung, Einsatz gescheitert. Oh, da habe ich gerade ein bisschen geschlafen. Man sollte nicht hin und her switchen. Gut, klopfen wir nochmal an. Wir kommen rein! Irgendwas ganze. Polizei! Keine Bewegung! Jetzt. Keine Bewegung! Die Hände hoch! Die Hände hoch! Ich will die Hände sehen! Langsam zurück und weg Ihr von dem euch Tisch! Ich habe die falsche Tür ausgesucht. Ah, Scheiße, Mann! Komm schon! Nimm das Ding aus meinem Gesicht, okay? Ne, klick ihn Handschellen an und dann nix wie weg hier. Okay. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz lang. Du machst einen Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle Freunde. Umdrehen. Ganz langsam. So, das verdammte Scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Läuft recht sauber. Morgen früh bin ich wieder draußen, Pulle. Verlass dich drauf. Bis jetzt. Bei dem guckst du auf den... Weil ich meine CPU-Auslastung... Nicht schnell genug. Na, das ist aber schnell eskaliert. Was war das denn bitte? Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Ja. Durchsuch die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhatten. Bingo. Was hast du? Brieftasche, Ausweis. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Wer hat Hunger? Hey, stehen bleiben! Los, ihm nach! Los, los! Den hol ich mir! Keine Bewegung! Hände hoch! Das macht alles nur schlimmer! Verdammt! Starter, Treppe runter! Los! Gas gegeben. Ja, Abstand halten, wenn jetzt niemand umbringt. Vergiss es, wir müssen ihn aufhalten. Wir machen den Mateo Richtung Norden. Wir brauchen Verstärkung. Sie liegen von der Mateo auf den Crocker ab. Kreuzung ist sauber. 10-4, Antwort auf Bitten Verstärkung. Ich glaube, V war die Ansicht, die Innenansicht. Lässt sich gerade nicht so gut fahren. Dann kommt man ab vorbei. Mal verfolgen, ist ja auch trainiert. Ja, Abstand halten. Es ist niemand umbringen. Vergiss es nicht, dass wir ihn aufhalten. Wir fahren auf der Mateo Richtung Norden. Brauchen Verstärkung. Wir liegen von der Mateo auf die Crocker ab. Kreuzung ist sauber. Wir haben auf der Mateo Verstärkung, Ecke Mateo und Crocker Patrouilleeinheiten melden. Auf Gas! Kann man nicht Pause machen? Ja. Ich muss ganz kurz mal schauen, was die Außenansicht im Fahrzeug ist. Beziehungsweise Standard. Ich denke mal, da ist es.
Fahrzeug. Freie Sicht. Schießen zum. Ja. V Sirene, ups. Aufsicht, First, Third, freie Kamera. Das ist aber Zuschauermodus. Zu schweigen. Leck mich verdammt! So, den Spruch kennst du schon, ne? Ja, schon mal nett anzusehen, das Ganze. Irgendwas der Anfang. Schule hat begonnen, Episode 1. Interessante Spieletipps dann noch. Per Haftbefehl gesucht. Spezielle Waffen, okay. Freizuschalten, na dann gucken wir mal. Nach einer Razzia in einem Overtown-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme. Das ist diese Woche schon der 4. Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky5-Exklusiv-Interview mit Captain Julian Doss. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, du kriegst eine Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro. Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig.
Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht das schon. Einen schönen Tag. Gerade fragen, kommt man eigentlich auch zum Spiel? Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal beschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Wow, nette Umgebung. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr 2 Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Ist doch unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob liebst. Hey, Officer! Officer! Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Oh Mann, schon hey, wieder. Pfoten weg von der Scheibe. Okay, okay. Hey, durfte ich, durfte ich 5 Dollar kriegen? Ich weiß, nennen wir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, hm? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg, hm? Ja. So in etwa. Was ist los? Sicher was mit Drogen. Durchsuchung lehne ich ab. Hinreichender Verdacht, Vollidiot. Mir egal, was du ablehnst. Hey, Gooseman. Wer ist denn das? Unser alter Freund Hux hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Was soll ich denn machen, wenn sie mir SMS schreibt? Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, hm? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Mit meiner Mom. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wer mir war, auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Ja, der Richter hat mir keine Verfügung gegeben. Weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen? Wenn ich nicht mehr weiß, wer ist. Scheiße! So eine Scheiße! Hey, okay. Erstmal mit ausleihen. Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viele Folgen noch. Richtig! Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Komm. Wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Hier 13, wir steigen aus. Verstanden, 13.
Die Stadt hat das Viertel abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Der Typ, den wir suchen, hängt hier normalerweise rum. Ja, ist auf jeden Fall Grafik. Ich habe noch nicht mal hoch eingestellt, ich habe mittel teilweise. Gut, war ein bisschen was hoch, aber. Das habe ich jetzt nur fürs Senden ein bisschen runtergedenkt, weil ich nicht weiß, inwiefern das sich auswirkt. Wenn man da blind anfängt. Ja, ich war lange nicht mehr hier. Geh du voran. Zu spielen. Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich finde. Und ob du das weißt. Ruben, stopp ihm endlich das Maul. Und pack das in die Tüte. Moment, ich hab gar keine Tüte. Keine Tüte. Komm schon, mach hin. Vorsicht. So hast du ein Date oder was? Achtung, Mendoza. Der ist unberechenbar. Geh du vor, ich kenn dich. Na? Hab doch gesagt, das klappt. So läuft's immer bei mir, Baby. Immer und... Okay. Ewig? Ist klar? Halt! Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective. Wer ist das denn? Mein neuer Partner, Briggs. Wir spielen böser Cop, ganz böser Cop. Dein Freund Tab. Wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Cop also. Nick, schnapp ihn dir. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Ja, irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Ich sehe nämlich bei mir kein Bild mehr. Ah, jetzt. Nimm einfach hier. Ist das wirklich klug? Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf den! Los, Tabs Couch ist in den Arcola Sozial... Ganz kurz mal, der hat sich im Fenstermodus einge... Jetzt nicht mehr? Was? Ah, ich glaube, da gibt's noch ein paar kleine Macken. Da ist er sicher nicht lange. Ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, was ich machen soll. Server belang. Okay. Und den hier, den lasse ich liegen, na gut. Ups.
Leute. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm. Unentdeckt bleiben. Erzählen, oder, Partner? Weiß nicht, wovon du redest. Aber, Junge. Okay, komm. Okay. Geh durch. Na, besten Dank. Übrigens, der Desaster-Kommentar. Wohl eine haarige Situation. Aber du hast es geschafft. Was hältst du eigentlich von Stoddard? Wir waren nur Kurzpartner. Er ist ein Elefant. Und die Welt sein Porzellanladen. Ja, die Einführung ein bisschen in die Tastaturbelegung wird hier wenigstens auch gezeigt. Damit auch eher der Neue dazu gekommen weiß, was was ist. Weil es ist eigentlich immer schon identisch mit den anderen Battlefield. Also unauffällig vorgehen. Ja. Wo ist er? Wird das zu dunkel eingestellt? Dann spiele ich Abwehr. Du spielst Abwehr, Mann. Und warum gewinne ich dann bitte? Sag schon. Weißt du, was ich habe? Nee, das rätst du niemals. Was soll der Quatsch denn, Mann? Okay, dann schau gut zu. Hör auf zu jammern. Genau deshalb gehören deine 20 Dollar jetzt mir. Oder sagen wir ruhig, es waren 50. Noch ein Spielchen? Oh, okay, Mann. Also best of three. So. Da vorbei. Fragezeichen, was heißt das? Schmeiß Tab von der scheiß Couch! Okay, das heißt... Ja. Wurde entdeckt. Also im Battlefield. In der anderen ging es einfacher. Nein. Ja. Natürlich nicht. Aber. Weißt du, was ich habe? Nee, das rätst du niemals. Was soll der Quatsch denn, Mann? Okay, dann schau gut zu und hör auf zu jammern. Genau deshalb gehören deine 20 Dollar jetzt hier. Oder sagen wir wohl, es waren 50. Gut, wirf was, um ihn abzulenken. Aber die Ablenkung, was war das? C. Was denn jetzt? Daryl? Ich glaube, da ist was runtergefallen. Wenn die Klima kaputt geht, gehe ich zu meiner Schwester. Wenn die kaputt geht, repariere ich die. So wie du den Staubsauger repariert hast. Vorne ist Tab.
Aber um an denen vorbeizukommen, müssen wir mindestens einen austauschen. Willst du sie trennen? Ja, okay. So läuft es eben. Chillen ist scheiße. Das geht nicht, Mann. So eine Kacke. Mann, echt. Stimmt schon. Der Elf ist nichts zu. Tab ist das mieseste Sparbrötchen. Psst. Sag mal still. Da ist was. Leise ist sehr ungewöhnlich für Battlefield. Guten Abend, Tab. Bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist Karate mit ihr? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Hey, Tyson. Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab. Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das wurde auch Zeit. Hallo, geht dir mal sowas einer ab, Bulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Tab. Ich bin schockiert, Alter. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Was soll ich für euch tun? Einsatz hier abgeschlossen. Sehr schön. Ladezeit geht noch. Passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey, du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst? Nix, du Tab mit dem Scanner. Also wenn ich das richtig sehe, muss ich 3 Beweismittel finden. Okay.
Ich habe mich gerade so ein bisschen an den Watchdog. Was steht da? Achso, analysieren. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Schöne neue Welt. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versaut. Achso, er muss Travelweißmittel finden, habe ich das Gefühl. Ich suche Tyson. Tyson? Das ist nicht so einfach, Mann. Komm schon, Mann, jetzt lass mich nicht so hängen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig, reiß dich mal zusammen. Bruder. Geh einfach. Von denen kenne ich keinen. Lass den Scanner an und finde raus, was hier gespielt wird. Das Ding hat ein digitales Richtmikrofon. Scan den Bereich und hör zu. So kannst du hin, Junge. Sauer, Baby. Voll ans Brett. Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Tyson da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Eigentlich könnt ihr auch ein bisschen schneller laufen. Tyson ist da hinten. Du hast 5 Minuten. Ja, danke, Mann. Was willst du hier? Das ist Tyson. Scan ihn. Wir brauchen Beweise. Fuck. Ich kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson, einmal noch. Bitte. Mann, setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Wo, so geht das nicht, so geht das nicht. Ich scanne so viele von den Typen wie möglich. Scheiße, die sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm, los! Zentrale, hier 13, okay. Hier wird geschossen, wir greifen an! Alle Einheiten, Schießerei gemeldet, Ecke 3. und 33. Komm schon! Mann! Ich pass auf, nimm die Typen fest. Leute aus Juarez angeheuert. Juarez? Meinst du echt Nils und Leute aus Juarez? Außer halt! Die Typen, die hier rumballern. Wer sind die? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Los, Nick. Nimm ihn fest. Okay, okay. Drecksbullen! Kai! Alles klar, Nick. Wo ist hingelaufen? Da unten? Ich glaube, den kenne ich. Scan ihn. Mal sehen, ob ein Haftbefehl vorliegt. Du bist verhaftet! Okay, alles easy. Immer langsam, Mann! Hab ich jetzt zwar nicht gescannt, ob ein Haftbefehl vorliegt, aber ich gehe mal von aus. Zentrale! Ja? Holt den Kerl ab! Ich hab gutes Netz, du musst da sein, hallo?
Nur ein bisschen Verstecken spielen. Muss man echt die Tasten merken für Ablenkung und so. Gucken, von wo aus das er startet, wo er dazwischen gespeichert hat. Ich glaube, den kenne ich. Scanny, mal sehen, ob ein Haftbefehl vorliegt. Verdachtsperson in der Nähe ist 10-27-13. Nimm ihn fest. Kommt immer gut. Halt! Polizei! Okay, alles easy. Zentrale, holt den Kerl ab. Versuchen wir erst mit denen überwältigen und dann mal gucken, was vorne. Keine Bewegung! Was soll das denn? Verlieren wir so.
Okay, lass uns hochgehen. Wir müssen Tyson näher rücken. White wall tires, I see the world through my rear view. Pockets my ghost ride, life goes up and down like six foes. Got so much to live for, so I never walk through them suicide doors. On the interstate of life, I'm just riding till the wheels fall off. Watch me burn out, red line till I'm gone, nigga. From the land of cold wind, where they hover on four wheels. Smoke fuel, amnesia for light pills. You can't fake cool, you can't buy class. I'm rocking on black, out here in Johnny Cash. From the land of cold wind, where they hover on four wheels. Für Werte kriegt man weniger Punkte als für Verhaftung, okay. Du bist verhaftet! Du Arschloch! Das ist dein Ende! Feuer frei! Da! 13 Feldschüsse an den Akronen. Schon reicher hier. So, Waffen. Was haben wir denn nettes? Kontrolle aber schlecht. Die Zone ist aber höher. Zubehör. Tarnung. Der Waffe, eine nette Schrotflinte. Das Ding habe ich. Weiß gesehen, Fallakten kannst du Scanner von Blablabla. Die Spänz stottert aus? Das würde ihm wohl schmeicheln. Sobald das Gerät brummt, ist Beweismaterial in der Nähe. Hm.
Nick, sieh dir das an. Hast du Tyson? Was zum Teufel? Silber Battle Pack. Kai, sieh mal. Tyson war gar nicht hier. Das war ein Videochat. Fuck. Vielleicht ist er noch da. Oh, fuck. Ihr Bullen hat sie hergeführt. Nicht wahr? Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen. Hallöchen, Tyson. Oh, Mann. Es wird ja immer besser. Hey, dein Kumpel Tap ist weg. Und deine Leute sind tot. Fuck! Hey. Das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher. Sag uns, wo du bist. Wir können dir helfen. Sorry. Da habe ich meine Zweifel. Verdammt. Und jetzt? Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot. Zentrale hier 13. Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen. 13, Verfolgung läuft. Und wir sind verbunden. Brauchen noch ein paar Minuten, 13. Verstanden. Also los. Die Jungs werden noch eine Weile brauchen dafür. Wir wissen, so, was Tyson vorhat. Aber nicht, wo er ist. So, da wir jetzt schon 1 Uhr haben und ich früh zu Bett muss und ich dementsprechend nochmal reinschnuppern wollte hier in Singleplayer-Modus mit euch, werde ich natürlich morgen das fortsetzen. Selbstverständlich. Kannst du noch kaum erwarten. Und besonders am Wochenende wird dann natürlich Single und Multiplayer auf jeden Fall gezockt. Gibt es ein Speicher-Dings? Das ist, denke ich, mein Checkpoint. Okay. Das heißt, ich denke mal nach diesem, dass ich da wieder schon beginnen werde. Okay, nächstes Mal sehr schön bei Hardline. Ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Haben wir zwei etwa ein Problem? Was war das gerade? Auch nicht schlecht. Das nächste Mal bei Hardline. Das ist auch cool, wenn man das Spiel verlässt. Oh, nicht schlecht. Das ist natürlich nicht übel. Okay, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und ich wünsche eine, ja, wir haben 1 Uhr jetzt nachts, für die, die auf YouTube dann das Video angucken, nicht wundern, wenn ich jetzt dementsprechend hier einen guten Nacht wünsche. Also bis zum nächsten Mal, bis, ja, morgen im Endeffekt. Oder heute Abend, besser gesagt. Tschüss.